In diesem Teil möchte ich Ihnen etwas über das Farbenmischen erzählen, aber auch, was für Möglichkeiten es gibt, wenn man auch frei und spielerisch mit den Farben arbeiten möchte. Diesmal male ich auf Papier. Und damit das Papier nicht wegrutscht und sich nicht ständig total wellt, habe ich ein Tesakrepp da. Ich kann jetzt entweder einfach die Ecken festkleben oder ich kann das einmal rundherum abkleben. Ich möchte erst einmal zeigen, welche Farben ich auf meiner Palette habe und wie ich Farben mische, die ich vielleicht selber so in der Tube nicht besitze. Bei mir sehen Sie jetzt, ich habe ein Weiß, ich habe Gelb, Rot und Blau, das sind die Grundtöne, und ich habe ein Grün. Grundton heißt in diesem Moment, diese Farben kann ich nicht mischen. Die brauche ich auf jeden Fall. Und gut ist dazu, ein Weiß und ein Schwarz zu haben. Was ich aber jetzt machen kann, dieses Grün habe ich nun schon, aber ich kann jetzt einmal zeigen, wie es denn aussieht, wenn ich mit diesen Farben ein Grün selber mische. Das hängt immer von den Farben ab, die ich habe. Es gibt verschiedene blaue Töne. Ich nehme jetzt ein bisschen Wasser, müsste ich nicht unbedingt machen, um das jetzt hier zu mischen. Und ich nehme etwas vom Gelb und etwas vom Blau, nur so am Rand. Und Sie sehen schon, es entsteht ein Grün, das aber ganz anders ist als das Grün, das gekauft ist. Also wenn man jetzt nicht dieses wundervolle Grün als Vergleich hat und einfach mal sieht, was das für ein Grün ist, dann sieht man schon, man kann da schon verschiedene Grüntöne zaubern. Ich kann es auch ein bisschen dunkler machen. Und ich kann es natürlich auch noch blasser machen, indem ich Weiß dazu tue, oder dunkler machen, indem ich Schwarz hinzutue. Wenn ich ein Orange haben möchte, muss ich Gelb und Rot mischen. Dafür muss ich den Pinsel schön aussäubern, dass ich da kein Grün oder Blau mit reinbekomme. Gelb und Rot ergeben Orange. Das Rot ist eine sehr starke Farbe. Das Gelb ist eine helle und schwache Farbe. Das heißt, ich muss beim Rot aufpassen, dass ich nur ganz wenig nehme. Und dann sieht man schon, das ist schon recht dunkles Orange. Naja, ist gar nicht so dunkel. Ich kann jetzt noch viel mehr Gelb dazu tun. Dann habe ich einfach nur ein warmes Gelb. Als nächstes möchte ich gerne ein Rosa mischen. Ich habe Weiß und Rot auf meiner Palette. Und zwischen den beiden kann ich das Rosa mischen. Entweder so ein kräftiges oder ich kann es mit Weiß immer blasser machen und noch blasser, je nachdem, wie viel Weiß ich. Oh, da ist noch ganz viel Rot an meinem Pinsel. Also ihr seht, wie stark das Rot ist. Man braucht wirklich nur ganz wenig. Und wenn ich es wirklich heller haben möchte, muss ich das wirklich einmal abstreifen oder vielleicht sogar auswaschen, damit ich dann ein bisschen Weiß dazu nehme. So, jetzt habe ich ein ganz blasses Rosa. Fast schon so Hautfarbe. Ich kann jetzt noch zeigen, wie man ein Braun mischt, denn manchmal hat man ja auch kein Braun. Und dafür brauche ich alle drei Grundfarben, Gelb, Rot und Blau. Und ich nehme das Gelb jetzt mal hier so mit dazwischen und ich brauche ganz, ganz wenig vom Rot und etwas vom Blau. Wenn das jetzt noch zu grün ist, brauche ich mehr Rot. Wenn ich mehr Rot nehme, dann wird es mehr so ein Mahagonibraun. Wenn ich viel Gelb nehme, wird es ein Ocker. Wenn ich jetzt hier viel Gelb nehme, seht ihr schon, dann wird das ein Ocker. Das ist also mein Ocker. Mit mehr Rot habe ich ein Mahagonibraun. Naja, ein bisschen Blau muss natürlich immer noch dabei sein. Und wenn ich mehr Blau nehme, habe ich mehr so ein Baumstammbraun. Dann habe ich so verschiedene Brauntöne. Wie Sie sehen, kann man mit wenigen Farben auf der Palette sehr viele Farbtöne erzeugen und viele bunte Bilder malen und einfach schauen, worauf man Lust hat. Also, ich habe jetzt hier ein größeres Blatt Papier genommen, um ein bisschen Strukturen zu zeigen, die man mit den Pinseln erzeugen kann und wie man überhaupt auch ineinander malt. Als erstes, das wird ja ganz oft gefragt, ist, wie mache ich denn Übergänge, also Farbverläufe? Dafür nehme ich jetzt mal so einen mittelgroßen Pinsel
Und ich kann jetzt einfach wählen, ich sage mal, ich möchte von Gelb zu Rot verlaufen lassen. Und dafür fange ich jetzt zum Beispiel mit dem Gelb an und male mir erst einmal eine gelbe Fläche. Jetzt möchte ich, dass sie nach unten hin immer roter wird. Das heißt, ich nehme ganz, ganz vorsichtig Rot, mische es in mein Gelb und dieses Orange fange ich jetzt an, hier nass in nass hineinzuarbeiten. Dafür muss ich mich nach unten und nach oben bewegen. Das heißt, ich muss in mein Gelb hineinarbeiten. Immer regelmäßig. Man kann das auch ganz langsam machen. Man muss das gar nicht so schnell machen wie ich jetzt. Ganz langsam nach oben wandern. Und ihr seht schon, das wird immer heller und heller. Und jetzt möchte ich nach unten hin noch dunkler werden. Also nehme ich mir nochmal ein Rot, gehe nochmal in mein vorgemischtes Orange. Es wird noch dunkler. Jetzt fange ich wieder hier unten an und arbeite wieder nach oben. Da bleibt es erstmal so knackig rot und dann nach oben hin mischt es sich in die Farbe, die ja noch frisch ist. Und ich kann sogar noch dunkler werden. Ich kann das wirklich bis in die Farbe hineinziehen, die ich gut finde. Hier bin ich jetzt schon fast beim Rot. Jetzt fange ich wieder hier unten an und ziehe das Rot langsam hoch. Kann ich ganz langsam auch machen, ganz bewusst, konzentriert. Und so kann ich wundervolle Sonnenuntergänge kreieren. Und ich kann auch alle anderen Farben natürlich nehmen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ganz unten möchte ich jetzt sogar noch mit Rot reingehen, mit Blau reingehen. Kann ich jetzt einfach nochmal das Blau dazu holen, hier unten anfangen und es nach oben ziehen. Dann möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie man zum Beispiel mit dieser Stupftechnik, wie man zum Beispiel eine Baumstruktur herstellt. Dazu brauche ich jetzt erst einmal einen Baumstamm. Ich nehme mir einen Pinsel, der nicht so dick ist. Ich habe ja nun hier schon ein Braun gemischt, das habe ich ja gezeigt, wie das geht. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einfach mal so einen Baumstamm. Ich kann auch noch ein paar Äste mit reinbringen. Jetzt brauche ich wieder einen dickeren Pinsel, einen, mit dem ich stupfen kann. Dafür nehme ich jetzt vielleicht mal diesen hier. Der hat so ganz struppige Borsten. Und ich fange jetzt erst einmal an mit einem Grün, einem mittleren Grün. Und kann jetzt hier erst einmal anfangen, Laub herzustellen. Kann ich so kleine Wölkchen machen, erstmal da, wo die Äste sind. Ich kann jetzt aber eben auch mit einem Gelb das Grün heller machen und ein bisschen saftiger drauf gehen, denn auf so einem Baum liegt ja auch Licht. Und es gibt hier und da vielleicht auch mal sonnige Stellen. Also mit dieser Tupftechnik kann man verschiedene Farben ineinander tupfen. Man kann aber auch Farben nebeneinander tupfen, das heißt, sie vermischen sich nicht, sondern man lässt sie stehen. Dafür nehme ich jetzt einen kleineren Pinsel und ich entscheide mich jetzt mal für Grün und Rot. Das sind Farben, die man eigentlich nicht so gern zueinander mischt, weil sie ergeben einen matschigen Braunton. Aber in diesem Fall will ich sie ja gar nicht miteinander mischen, sondern sie sollen nebeneinander getupft sein. Also ich lasse ganz viel Lücke dazwischen, ganz viel Platz. Man sieht hier, dieser Pinsel hinterlässt eine lustige Struktur, fast so ein bisschen wie Entenfüße, weil ich den jetzt so flach ansetze. Ich kann aber auch so ansetzen, dann habe ich wieder eine andere Struktur. Jetzt nehme ich mein Rot und stupfe dazwischen. Das kann ich ganz langsam erstmal machen, um zu gucken, wo ist denn mein Weiß überall. Wenn ich mal auf ein Grün treffe, ist das nicht schlimm. Und ich kann auch wieder so tupfen. Dahinter lässt jeder Pinsel eine andere Struktur und ich kann das aussuchen und auswählen, was ich gut finde. Man kann mit dieser struppigen Struktur, gerade wenn der Pinsel schon trockener ist und nicht mehr so viel Farbe und nicht mehr so viel Farbe dran hat, aber eben auch nicht so nass ist, kann man eben auch ganz gut Fell herstellen. Und jetzt kann ich hier so eine ganz struppige, flauschige
Oberfläche machen. Wenn ich das als dunkleres Tier haben möchte, nehme ich natürlich mehr Schwarz oder mehr Dunkelbraun. Ich kann jetzt hier auch noch eine andere Farbe nehmen und die da so reintupfen. Und vielleicht noch so ein kleines Lächeln reinzaubern, ein paar Tatzen, einfach so kleine Punkte reinsetzen. Und vielleicht habe ich hier die Füße nach vorne ausgestreckt und sehe hier noch die Tatzen. So, Sie sehen, man hat viele Möglichkeiten, den Pinsel einzusetzen und verschiedene Strukturen zu kreieren und damit entweder ganz abstrakt und frei und spielerisch zu malen oder eben auch Dinge wie Sonnenuntergänge, Bäume, Tiere entstehen zu lassen.